Ach, guten Abend, Herr Rechtsanwalt Übelhack. Guten Abend, Frau. Guten Abend, Herr Dr. Gasse. Bitte schön, wollen Sie bitte eintreten. Wo ist denn dein Schirm? Ja, aber es hat hier aufgehört zu reden. Ja! Mein liebes Geburtstagskind, an einem so bedeutsamen Tage ist es wohl mal erlaubt, das Alter einer Frau zu nennen. Meine liebe Helene, ja, ich kann es nicht länger verschweigen, du bist heute 50 Jahre alt. Mhm. 50 Jahre, das ist eine inhaltsreiche Zeit. Und dein liebes Gesicht sagt mir, dass sie trotz der vielen Sorgen um die Deinen in den schweren Jahren, hinter uns liegen, dass sie trotzdem reich an Glück waren, diese 50 Jahre. Ja, ich weiß, Gustavs Erfindungen und die ewige Jagd nach seinen 1000 Patenten hat dich oft nicht zu deinem Glück kommen lassen. Aber nun zeugt der Segen hier in diesem Hause von deinem Glück. Dir blühen zwei liebliche Töchter, Charlotte und Hertha, und den Kreis deiner Familie füllen, darf ich sagen, zwei Schwiegerkinder und das Schönste, zwei süße Enkelkinder. Kurzum, von deiner Liebe, von dem Segen deiner Liebe ist das ganze Haus bis unters Dach angefüllt. Und praktisch gesehen, das Wohnungsamt kann dir jetzt gar nichts mehr anhaben. Nein. Eindringlinge haben hier keinen Platz. Ja, der hat da. Charlotte, besorge, was du rauchen. Ja, komm. Wir haben ja Carstens Burgunder vergessen. Kommst du mit? Wir holen ihn rauf. Ja, bitte. Ja, hier, doch noch, guck. Sieh mal, wie nett Vater heute wieder zu Theodor ist. Mhm. Hast du Feuer? Ja. Ich verstehe nicht, dass du Tante Walle nicht zurückgelassen hast. Ich bin froh, dass sie nicht da geblieben ist. Die Gemütlichkeit wäre hin. Ich finde dein Verhalten deiner Schwester gegenüber Na? Unklug. Spät noch? Grüß Gott. Guten Abend. Komm rein. Na, was willst denn du? Ich will der Großmutter Rose zum Geburtstag gratulieren. Sollte das Tante Wallis Überraschung sein? Wahrscheinlich. Na, willkommen, du kleiner Gast. Wie heißt du denn? Toxi. Toxi? Das ist aber ein komischer Name. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehst du da in das Zimmer hinein, ja? Dann gibst du der Großmama deinen Blumenstrauß. Komm, ich zeig sie dir. Das ist die große Dame mit dem grauen Haar und dem schwarzen Kleid. Was ist denn das? Ein Schokoladenmädchen. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir geben? Ich habe ein kleines, schönes Leben. Ich habe ein Herzchen, das fühlt und spricht. Nimm diese Blumen, mehr habe ich nicht. Dankeschön, das hast du aber schön gesagt. Schau doch mal an. Und ich will auch immer schön brav sein. Komm, wir ziehen dein Mäntelchen auf. Woher kommt denn das Kind? Tante Walli schickt sie. So einen originellen Einfall hätte ich ja gar nicht zugetraut. Sie heißt Toxi. Toxi? Ja, bitte. Hast du Hunger? Hunger hätte ich schon. Dann komm. Komm. Nein, was Richtiges. Etwas von der Suppe und Fleisch. Ja. Kriegst gleich was zu essen. Das Kind spricht ja Süddeutsch. Natürlich. Wieso natürlich? Da gibt's viele. Viele solche Kinder. Du sag mal, Theodor, wie kommst du eigentlich darauf, dass Tante Walli uns das Kind geschickt hat? Wie käme denn sonst ein Negerkind mit Blumenstrauß vor unserer Tür? Ja, vielleicht wartet jemand draußen. Ich habe keinen gesehen. Ja, ich allerdings auch nicht. Das ist aber sehr merkwürdig. Hallo! Ist da wer? Hallo! Hallo!
Na, was ist denn das? Das handelt sich offensichtlich um eine Kindesaussetzung. Doch. Wie kommen Sie denn darauf? Na, bitte sehen Sie doch. Das wäre ja ungeheuerlich. Das stand vor der Tür. Anna, komm mal her. Sieh das mal an. Ist irgendetwas passiert? Was ist denn los? Das ist aber eine nette Geburtstagsüberraschung. Wieso denn? Kindesaussetzung. Nein. Ja, es ist aber so. Er ist ungeheuerlich. Kindesaussetzung? Und ausgerechnet so ein Kind, das ist ja fürchterlich. Armseliges Zeug, ne? Wird alles zusammengepackt, damit sie was zu anziehen. Und da stand alles vor der Tür? Das stand vor der Tür. Gustav hat es zuerst gesehen. Hier ist der Löffel und ist. Und dir, oh Gott, empfangen wir all unsere Nahrung, Speis und Trank. Und segne diese Mahlzeit hier, lass dir gefallen unseren Dank. Gib, dass wir immer mäßig leben und auch den Armen gerne geben. Amen. Na, schmeckt's? Danke, gut. Wer hat dich denn hierher gebracht? Meine Großmama. Was hat deine Großmama gesagt? Ich soll immer hübsch brav sein, damit sie mich nicht in die Fürsorge bringen. Wo ist denn deine Mami? Meine Mami? Mein Himmelvater. Und dein Papa? Mein Daddy in Amerika. Ein Tischler entdeckt dich, ein Tischler entdeckt dich! Was machen wir nur? Eine Frechheit, sowas. Eben hast du noch gesagt, willkommen, du kleiner Gast. Herr Doktor, Sie lachen. Was wird denn nun aus dem Kind? Man muss die Polizei verständigen. Einen Augenblick, wir wollen mal überlegen. Da gibt's doch nichts zu überlegen. Lassen Sie mich mal machen. Wie spät ist denn jetzt 11 Uhr? Gleich 11. Wo ist denn das Telefon? Da drüben an der Sonne. Aha, danke, danke. Haben Sie die Nummer sonst im Buch? Ja, vielen Dank. Was macht ihr denn? Mein Mann telefoniert der Polizei. Er kennt doch die Beamten. Aber die Polizei, warum denn gleich die Polizei? Du reg dich doch nicht auf, Helene. Hier ist Rechtsanwalt Übelhack. Geben Sie mir bitte mal Inspektor Plaukat. Plaukat? Ja, hier ist Übelhack. Hören Sie mal zu. Ich glaube, ich habe eine Sache für Sie. Kindesaussetzung. Hm. Das Beste ist, Sie kommen wohl gleich mal her. Fliederweg 11. Sehr schön. Also nun mal weiter, Toxi. Dann bist du mit der Omi in der Huschbahn gefahren. Nein, ich bin mit der Großmutter in der Eisenbahn gefahren. Und was war denn da? Ein Löwe. Ein Löwe? Hm, mit einem großen Maul. Wo war denn der Löwe? Im Wartesaal. Und da war ein Schild, das hat mir die Großmama vorgelesen. Was stand denn auf dem Schild? Brülle, wie der Löwe brüllt, wenn dein Glas nur halb gefüllt. Toxi, nun hör mal zu. Wenn dich nun einer fragt, wo wohnst du, was sagst du dann? Was ich dann sag, ich in Hüneburg. Na so. Also, nun komm mal, Kleine. Jetzt gehst du schlafen. Es wäre ja gelacht, der Rechtsanwalt, wenn ich das nicht rausbekommen hätte. Den Ort haben wir jetzt? Hüneburg. Ja, ja, ja. Aber sehen Sie sich doch zur Sicherheit mal die Sachen im Koffer an. So, darfst du schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, ich bring dich runter zur Anna. Was, dann nimmt der Kommissar das Kind nicht mit? Na, wo denn hin? Gute Nacht, schlaft alle schön miteinander. Gute Nacht, schlaft.